So Leute, willkommen zurück. Es ist Zeit, endlich herauszufinden, weshalb man überhaupt in diesen Pesttunnel rein sollte. Vielleicht gibt es hier eine prächtige Truhe, einen Schrein, eine verfluchte Truhe. Ich weiß es nicht. Irgendeinen Grund muss es haben. Ich habe ihn zwar noch nicht herausgefunden, aber irgendeinen Grund, wie gesagt, muss es haben. Oh, was ist hier? Ja, seht ihr? Da geht's los. Dann klicken wir mal drauf. 100 Gegner töten, okay. Fürchtet nicht das Ende. Zwölf Gegner habe ich bis jetzt erst. Oh je, Mine, das ist schon traurig. Das ist noch nicht so weit. 38, nee. Kann ich knicken, kann ich knicken. 55 habe ich geschafft. Schade. Egal, ich habe hier oben nochmal ein schönes Amulett gekriegt. Vielleicht bringt mir das ja einen ordentlichen Schadensbonus. Wer weiß. Das Amulett nehme ich. Tötet die verbliebenen Gegner. Wo ist schon noch einer? Irgendwo versteckt sich noch einer. Da unten? Sag mal, was machst du da unten? 55 Gegner. Leider nicht wirklich super stark. Aber egal. Und jetzt haben wir hier ein Amulett. Hoffentlich gut. Ja, ja doch. Ruft Schattenklone zu eurer Hilfe herbei, wenn ihr einen Gegner betäubt. Okay. Betäube ich überhaupt Gegner? Weiß ich gar nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es hier so ein Ding gibt zum Rausporten. Wäre zumindest schön. Alter! Wir alle sind Teil des Kreislaufs. Hier, so wie es aussieht, nicht. Dann vielleicht auf der anderen Seite. Wäre wünschenswert. Macht euch ja auf einen langen Kampf. Aber nochmal kurz ein Fight gegen einen Champion. Das ist noch nicht so weit. So. Der Champion ist gleich down. Da ist er down. Jetzt noch kurz seinen Kollegen hier töten und dann können wir uns rausporten und weiter auf der Suche gehen nach diesen flammenden Meiden. Immer noch keine gefunden, aber gut. Egal. Ich muss ja nicht die flammenden Meiden finden. Ich muss ja hauptsächlich den Turm von Corellan finden. Ich muss mich noch gedulden. Es braucht noch etwas Zeit. Kaputt. So, dann gehen wir mal da unten lang. Okay. Creepy Typ auf jeden Fall. Das ist noch nicht so weit. Ein Goblin. Immer gut. Ich muss mich noch gedulden. Und eine flammende Maid haben wir auch noch gefunden. Au, 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 au.
Es braucht noch etwas Zeit. Es braucht noch etwas Zeit. Na komm schon. Vielleicht beide tot sehen. Da geht die flammende Maid dahin. Und hier der nächste Champion. Oh shit. Habe ich ihn getroffen? Ja, ich habe ihn getroffen. Es braucht noch etwas Zeit. Hoffentlich hat er was Schönes. Ne, kein Legendary dabei. Schade, schade. Ich muss mich noch gedulden. Was haben wir hier? Hauptmann Hales Haus. Das kann ich nicht tun. Ist eigentlich noch was, was den Explosionsschaden erhöht oder so? Seid gut im Kämpfen, nicht wahr? Ein Freund von mir ist weiter vorne. Ich muss zu ihm. Okay, jetzt helfen wir dem kleinen Kind quasi hier durch. Das ist noch nicht so weit. Naja, hey, also, warum nicht? Ich fühle mich nicht schlecht dabei. Versteckspiel, tötet den Seelenernter. Dann machen wir das. Das ist noch nicht so weit. Dem kleinen Jungen helfen wir auch noch. Gibst du mir jetzt endlich mein Schwert zurück? Nö. Geht nur voraus. Wir stoßen später zu euch. Und wir werden weiterkämpfen. Genau wie ihr. Ach, ist das süß. So, aber wir gehen weiter. Das ist noch nicht so weit. Genau. Wir müssen nämlich immer noch diesen Turm finden, den ich einfach nicht finden kann. Wenn der Charakter wenigstens schnell wäre oder so, ne? Aber nö. Es braucht noch etwas Zeit. Da sieht es nach etwas aus. Das, was ist da? Das ist noch nicht so weit. Ah, wir haben den Turm gefunden. Na dann. Mal los. Uzael versteckt sich da oben. Alter, das sieht wieder so cool aus. Und jetzt Uzael. Du kannst Westmark in Flammen stecken, so viel du willst. Es bringt dir nichts, denn jetzt wirst du sterben. Mein Meister hat seine Arbeit am Stein bereits aufgenommen. Ihr könnt unternehmen, was ihr wollt. Es ist bedeutungslos. Und der Rest der Dämonenbrut werdet bald Geschichte sein. 129 Millionen Leben. Eieiei. Habt ihr das in Betracht gezogen? Aber wie gesagt, für die Bosskämpfe sollte ich mir echt dieses Lebensding da. Hoppala. Sollte ich mir echt dieses Lebensding holen, weil dann kann ich einfach auf ihm die ganze Zeit ziehen und immer wieder hier
meine kleinen Todesmeiden holen. Eieiei, der Typ hat's auch in sich, also leicht ist der nicht. Noch ist Stärke in mir. Ja, und noch sind noch 100 Millionen Leben in ihm. Was mir nicht so ganz gefällt, aber gut. Wieder meine Geister rufen, wieder draufballern. Hab mich betäubt. Tschüss! Alter, was ein geiles Setting. Wie in einem Film, Mann. Wie in einem Film. Richtig gut. Jetzt wieder aufladen und rausspringen und neu von diesen Dingern da spawnen. Das ist noch nicht so weit. Weil die sind so ziemlich meine einzige Chance. Eieiei, der Urseil, der hat's in sich. Autsch. Autsch, autsch. So, nochmal ein paar mehr Geister. Verdammt. Wieder ins Leere hopsen lassen. So, jetzt müssen wir wieder hier aufladen. Und dann wieder. Ich muss mich erholen. Boah. Und dann wieder meine Magierinnen beschwören oder Magiere beschwören. Aufladen, wegspringen, Magier beschwören. Es braucht noch etwas Zeit. Heilt mich. Alter Urseil, du hast es in dir. Da kann man nichts gegen sagen. Das kann ich nicht tun. Vor allem der mit seiner Flammenkanone. Alter, so ein Ding will ich auch haben. Das sieht ja mal mega cool aus. Halt mich. Aua. Komm. Die 14 Millionen, die kriegen wir jetzt auch noch hin. Aber ich bin geprockt. Ich muss aufpassen. Ich muss mich noch gedulden. Oh, ganz knapp. Nix mehr anbrennen lassen. Hehe, Wortwitz. Ja, jetzt nochmal kurz die Geister holen. Und jetzt haben wir es, glaube ich, geschafft, wenn ich mich jetzt nicht töten lasse. Ja. Oh. Und jetzt? Oh, Gott sei Dank. Das hat schon gezählt. Puh. Dafür habe ich keinen Platz mehr. Alter Schwede, krass. Nephalem, ich werde alle Konflikte beseitigen. Im Tode herrscht der ewige Frieden. Ihr spielt mit einer Macht, die ihr nicht versteht, Engel. Bringt ihm nichts, er ist jetzt wieder weg, er kann jetzt nicht mehr darauf reagieren. Was nun? Kehrt zur Enklave der Überlebenden zurück. Ich gehe in die Stadt zurück. Okay, das machen wir doch glatt. Kurz alles zerkloppen, was ich hier habe. Nein, das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. So, dann gehen wir hoch. Tyrael, Osael ist Geschichte. Osael ist tot. Nur ein paar seiner Seelenernte haben überlebt. Ihr habt Westmark gerettet. Nein, wir wissen noch immer nicht, wo Maltael sich versteckt. Diese seltsame Frau, die ihr mitgebracht habt, glaubt, sie könne helfen.
Sie hat darauf bestanden, sofort mit euch zu sprechen. Na dann. Mal gucken. Ja, 4 Sachen haben wir schon. Was kannst du mir denn sagen? Chelsea, ich weiß, wie ihr Maltael finden könnt. Aber es wird euch nicht gefallen, was ich zu sagen habe. Ich höre. Es gibt nur eine, die euch sagen kann, wie ihr Maltael finden könnt. Sie erwartet euch in den Blutmarschen. Und ihr kennt sie bereits. Adria. Ihr hattet recht. Mir gefällt nicht, was ihr sagt. Adria, die Mutter von Lea, die Diablo überhaupt erst erschaffen hat und die Sex mit Diablo hatte, was zum Teufel? Wie bitte? Jemand muss dafür sorgen, dass ihr Adria nicht tötet, bevor sie euch Maltaels Aufenthaltsort preisgibt. Ihr seid der Erste, der an meiner Selbstbeherrschung zweifelt. Ach du, kann passieren, ja. Kann passieren. Zu den menschlichen Leichen auf den Straßen Westmarks gesellen sich jetzt tote Engel. Und ihre Zahl wird steigen, bis ich weiß, wo sich Maltael versteckt. Es ist mir schleierhaft, wie Adria an dieses Wissen gekommen ist. Aber irgendwo in den Blutmarschen werden wir die Antwort finden. Dann werden wir wohl die Antwort jetzt suchen. Los geht's. Wir hatten den schwarzen Seelenstein in den Tiefen der Nephalem-Ruinen hier in der Nähe versteckt. Wir dachten, er wäre dort sicher. Aber Maltael hat ihn nichtsdestotrotz gefunden. Ja, scheiße war's. Habe ich schon gesehen in der Zwischensequenz. Es braucht noch etwas Zeit. Oh, was ist da? Haben wir es da jetzt schon gefunden? Krass. Das ging schnell. Ja, und jetzt? Dies ist der Eingang zum Grab. Doch jemand hat ihn zum Einsturz gebracht. Warum überrascht mich das nicht? Wir werden einen anderen Weg in die Ruinen finden müssen. Was war das? Hieran kann ich mich zum Beispiel auch null erinnern. Aber Spaß und Bock macht's auf jeden Fall trotzdem. Vor allem, weil man sich nicht mehr dran erinnern kann, weil es einfach dann doch nur schnell durchgespielt wurde und damit man sich einfach, ja, wird man endlich Abenteuermodus spielen konnte. So war es ja damals, man musste das einmal durchspielen, um Abenteuermodus spielen zu können. Es war nur ein Zugang zur Stadt. Überall in den Blutmarschen kann man Siegelsteine finden, die uns zum Haupteingang führen. Na dann. Für die meisten sind diese Siegelsteine nutzlos. Doch einer Nephalem wie euch sollten sie den rechten Weg weisen. Dann ist ja gut. Adria ist gerissen, aber wir sind es ebenfalls. Denkt daran, an die notwendigen Informationen zu gelangen, bevor ihr... Ich weiß. Nun, das klingt nicht sehr beruhigend. Oh. Das wird ein glorreicher Kampf. Ein glorreicher Kampf, ja, das sehe ich. Ich muss mich noch gedulden. Wir alle sind Teil des Kreislaufs. Das kann ich nicht tun. Wir haben diese Welt gerade zu einem besseren Ort gemacht. Das haben wir auf jeden Fall. Oh, eine Tasche. Das erste Mal, als ich eine Hexe sah, war auf einem brennenden Scheiterhaufen. Es braucht noch etwas Zeit. Mein Vater brachte mich zum Dorfplatz, damit ich es mit ansehen konnte. Schau genau hin, sagte er. Das ist das Antlitz des Bösen.
aber sie sah aus wie jede andere Frau und brannte ganz gewöhnlich. Als die Flammen sie verschlangen, fanden ihre Augen die meinen und ihr entfuhr ein Lachen. Tja, vermutlich, weil du ja auch eine Hexe warst, bist oder sein wirst. Okay, da haben wir wohl den Eingang gefunden. Dies ist einer der Siegelsteine. Doch wenn ich mich nähere, passiert nichts. Ich werde es versuchen. Es gibt 4 Eingänge in die Nephalem-Stadt. Ein jeder von ihnen ist durch ein Siegel markiert. Doch nur eines weist auf den richtigen Eingang zur Gruft hin. Wenn ihr diese Steine aktiviert, verschwindet eins der falschen Siegel. Hm. Okay. Interessantes Konzept. Das ist noch nicht so weit. Ich muss mich noch gedulden. Nun gut. Das ist noch nicht so weit. Ach komm. Warum wir die Leichenexplosion mir ja keinen Schaden machen, das ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Egal. Es braucht noch etwas Zeit. Das muss ja nicht das logischste Spiel sein. Es sieht so aus, als hätte ich. Ja, wer weiß, wer weiß. Ich muss mich noch gedulden. Das ist noch nicht so weit. So, wer weiß, ob das der richtige Gang ist. Und wie war es das diese immer bei 1, 2, 3? Normalerweise ziemlich friedlich. Adrias Machenschaften haben sie unnatürlich aggressiv werden lassen. Dieses, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Und ihr seht es in der nächsten Folge. Ich muss hier leider meine Aufnahme beenden. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Diablo 3. Und dann gucken wir mal, ob dieser Durchgang der richtige ist oder ob wir noch weiter suchen müssen. Bis dahin, viel Spaß, haut rein, ciao.